Hallo und willkommen! Heute zeige ich euch, wie ihr so einen Waldorfkalender selber basteln könnt. Für den Waldorfkalender brauchst du eine große Holzplatte, Bastelvlies in 7 verschiedenen Farben und 7 solcher Holzfigürchen. Und dann können wir schon starten. Ich kleide jetzt meine Holzfigürchen ein, dazu muss ich aber ein paar Abmessungen machen. Ich habe hier erstmal den Kopf abgemessen, das sind bei mir 6,5 cm. Dann brauche ich für den Umhang 2 Maße, einmal hier um die Holzfigur herum, das sind auch 6,5 und dann die Länge von dem Umhang, das sind 3 cm. Und jetzt kommen wir zu den Schnittteilen. Für die Mütze habe ich hier so ein Dreieck zugeschnitten. Unten ist eine Rundung, damit die Mütze besser sitzt an dem Köpfchen. Und die Rundung beträgt 6,5 cm. Die Höhe der Mütze kannst du selber bestimmen. Ich habe jetzt einfach 6 cm genommen. Dann habe ich hier so ein Rechteck zugeschnitten mit der Breite 6,5 cm, so wie ich das hier abgemessen habe. Habe es einfach mal so mittig aufeinander gelegt und eine kleine Rundung reingeschnitten. Und ich möchte noch die kleinen Figürchen auf so kleine, wie meine Tochter das nennt, Platzset setzen. Dazu habe ich einfach so eine Figur genommen, auf ein Blatt Papier gelegt, einmal abgemessen und dann einen Abstand von 0,5 cm genommen, sodass man das Platzset sozusagen sehen kann. Und das machst du natürlich in allen Farben. Und dann geht es schon los mit dem Nähen. Fange ich einfach mit der Mütze an. Das lege ich hier mittig aufeinander und nähe hier einmal mit der Hand die Kante zu. Also ich fange in der untersten Kante an zu nähen. Ich habe gar nicht versucht, Bastelvlies mit der Nähmaschine zu nähen. Das ist ja ziemlich dünn. Ich weiß gar nicht, ob das klappt mit der Nähmaschine. Ich wollte es jetzt nicht riskieren, mit meiner Nähmaschine das zu nähen und dann verheddert sich nachher. Es sind ja nur kleine Teile und das geht ziemlich schnell, das mit der Hand zu nähen. Außerdem dachte ich, können das viele Leute nachnähen, die auch keine Nähmaschine haben, weil nicht jeder hat eine Nähmaschine und möchte vielleicht auch gerne so einen Waldorfkalender haben und dann könnt ihr das eben nachnähen. Und am Ende verknote ich den Faden, damit er nicht mehr aufgeht. Und das schneiden wir dann ab. Fertig ist die Mütze von unserem Figürchen. Wenn du magst, kannst du die Mütze auf die rechte Seite wenden, sodass man die Naht nicht sieht. Aber ich finde, das sieht ganz hübsch aus und die Farbe ist ja auch passend zum Bastelvlies. Die Mütze klebst du dann am besten an, weil sie sonst immer abfällt, wenn man die Wochentage dann nach vorne stellt in dem Waldorfkalender. Kommen wir jetzt zu dem Umhang. Den Umhang legst du jetzt einmal um dein Figürchen und nähst es nur hier oben zusammen. Ich habe jetzt in der obersten Kante auf der linken Seite mit meiner Nadel eingestochen und dann lege ich die beiden Kanten übereinander und nähe den Umhang einfach nur hier oben mit ein paar Stichen zusammen und den Faden dann verknoten, damit das nicht aufgeht. Und schon ist unser Figürchen fertig. Und das Ganze machen wir jetzt 7-mal. Nachdem du alle 7 Figürchen hast, kannst du sie dann auf deine Holzplatte stellen. Also, wir haben den Montag als lila genommen und dann immer so weiter. Das lege ich jetzt einmal hier rundherum in Regenbogenfarben und dann kommen die Figürchen drauf. Und so einfach kannst du dir selber einen Waldorfkalender basteln. Wenn du magst, kannst du noch so eine kleine Holzscheibe als Podest nehmen und hier vorne hinstellen. Und für den Wochentag stellst du dann einfach die Figürchen da drauf. Wir machen das so, dass wir einfach das Platzset, wie meine Tochter es nennt, nach vorne stellen und dann die Figürchen. Und so weiß ich dann, oh, wenn lila vorne steht, ist Turnen dran und wenn grün vorne steht, kommt die Oma vorbei. Und so lernen die Kinder schön, was heute ansteht und auch die Wochentage. Das war's dann von mir. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Tschüss!